So, willkommen bei einer weiteren Folge. Mittlerweile wieder Let's Play Together. Und zwar habe ich hier neben mir die Aljena, bzw. den Strumski. Hallo, Strumski. Uhu. Ja, und ich wieder dabei, Drudaka. Wie auch beim letzten Mal, habt ihr auch hier wieder die Möglichkeit, über die Gefährtenoption hin und her zu switchen, alle 5 Minuten. Ja, also im 5-Minuten-Takt könnt ihr da dann bei Aljena bzw. Strumski gucken, was er gemacht hat, oder eben bei mir, wenn ihr bei ihm da drauf zeigt, beziehungsweise drauf klickt. Dazu müsst ihr aber unten die Sprechblasen anhaben. Also in YouTube ist unten in der Leiste ist so eine Sprechblase und wenn die rot leuchtet, dann funktioniert alles. Und ja, was machen wir heute? Wir gehen jetzt zu Lenglin, würde ich sagen. Genau. Der ist, wenn man die Breland-Karte aufmacht, nördlich von Bockland. Dann bei mir hier. Genau, und dann würde ich jetzt sagen, reiten wir dahin, weil Schnellreise haben wir nicht. Okay. Aufsitzen. Genau, also müssen wir uns dahin bemühen. Sollten wir hinbekommen. Genau, dann zeigen wir mal so ein bisschen die Gegend. Die ja sehr schön gemacht ist. Eben, also... Gerade so ein Blick jetzt nach hinten, nach Bre, ist auch immer ziemlich cool. Also die Stadt in der Ferne. Moment, ich verliere dich gerade. So, was haben wir hier noch? Habe ich den Stein eigentlich? Ja doch, den habe ich noch. Den Stein, was meinst du mit dem Stein? Ja, es gibt so ein, es gibt diesen, nennt er sich? Ach ne, ist ja mittlerweile eine Münze. Münze des Speers. Erfahrungsgewinn für Sieg gegen Monster, diese 25%. Achso, okay. Ich weiß, was du meinst. So, hier machen wir erstmal Halt und nehmen den Stallmeister an. Okay. Könnte man zumindest mal nach hier automatisch reiten. So. Weiter geht's. Das habe ich übrigens gemeint, als ich letztens angesprochen habe. Hier hat sich einiges verändert. Also, als das Spiel angefangen hat, war hier noch nichts. Da war das ein wesentlich kleineres Lager. Irgendwann kamen dann Kisten und Holzstämme hinzu und alles Mögliche. Mittlerweile steht hier ein Fundament und man kann ein Haus erahnen. Also das wächst nicht immer mit jedem Update, aber ja, mit jedem dritten vielleicht. Also ich weiß, kenne da nicht den genauen Rhythmus, aber es wächst auf jeden Fall immer und es verändert sich. Gleich hat man auch nochmal nördlich von Bre, da sind auch nochmal ein paar Höfe. Und das finde ich immer sehr schön, dass sich da das Spiel ändert. Okay, interessant zu wissen. Ich hatte das, also ich bin ja in meinem letzten Let's Play von Together auch hier lang geritten, weil ich komme ja aus dem Elbenbereich. Und da bin ich auch hier kurz stehen geblieben, hatte mich gewundert, warum da so ein halbfertiges Haus steht. Ja, und auch, also der Wald hat sich doch ein wenig geändert, also zumindest von der Schwierigkeit her. Früher hatte man keine Extrakarte für den alten Wald, sondern man hatte eben nur diese Breland-Ansicht. Oder hatte man? Ja doch, man hatte eine Extrakarte, aber die war nicht so einfach zu erkennen wie diese jetzt. Auf dieser erkennt man wirklich deutlich die Wege und alles. Bei der alten hat man eigentlich nur Bäume gesehen und konnte sich so ein wenig orientieren, aber auch nicht viel.
Ah, okay. Das heißt, man ist da eigentlich damals sehr viel drin rumgeirrt und mittlerweile ist er ein wenig langweilig geworden, möchte ich mal Aber sagen. auf den alten Wald bin ich auch gespannt. Da kam man den Film auch gar nicht vor. Nee, weil sie dachten, es wäre spannungstechnisch irgendwie nicht gewesen und sie wollten drei Filme und nicht vier machen, sonst wäre der vielleicht noch vorgekommen. So, da hätten wir Lenglin. Was kann ich für euch tun? Aragorn hat Hilfe geschickt. Nazgûl, vier weiter von ihnen, waren in Bockland. Sie sind schnell nach Osten geritten, auf schwarzen Rössern. Ich war so dumm, mich ihnen in den Weg zu stellen, und sie haben mich einfach überrannt. Meine Wunden werden verheilen, aber die Reiter haben eine Spur des Schreckens hinterlassen, um die man sich kümmern muss. Ich brauche eure Hilfe. Okay. Bleibt einen Hinter den Moment. schwarzen Reitern folgten Trebane und sie ließen sich hier nieder. Sie gehören nicht zu der üblichen Spezies aus Dunland, sondern zu einer Gattung, die ich hier noch nie zuvor gesehen habe. Wahrscheinlich sollen diese üblen Kreaturen Bockland und das Auenland bewachen. Oder zumindest mich, denn sie haben angefangen, mich die ganze Nacht lang unentwegt anzustarren. Auch wenn die Creeper nichts von Bedeutung entdecken, so stellt es doch eine Gefahr dar, dass der Feind uns hier ausspähen kann. Wenn wir seine Späher vernichten könnten, dann wüsste der Feind nicht mehr genau, an welcher Stelle er zuschlagen kann. Bitte tötet die Creebine, die sich südwestlich von meinem Lager niedergelassen haben, nicht weit von hier entfernt. Selbst wenn hier nur einen Creebine töten würdet, so wäre dies zumindest ein Anfang, um den Feind letztendlich blind zu machen. Ja, wir sollen vier Stück platt machen. Okay, Kraban ist dann die Einzahl und Creebane ist die Mehrzahl oder was? Nee, das ist, glaube ich, ein Creebane, zwei Creebanes. Ja, aber da stand Kraban. Stand das da? Ja. Guck gerade nochmal in der Übersicht. Nee, brauchst gar nicht reiten, es ist nur bergunterlaufen. Okay. Aber apropos Bücher, was ich im Film sehr vermisst habe, ist eine der coolsten Szenen in den Büchern eigentlich. Ganz, ganz, ganz am Ende in mit den Hobbits. Quasi als die Geschichte schon vorbei war. Das fand ich jetzt eigentlich so ziemlich coolste Stelle in den ganzen Büchern. Was denn? Am Ende im Hobbitland, wo die Ach ja so, der Hobbits quasi Kampf befreien gegen. müssen. Ja. Gut, klar. Aber weil sie das eben nicht zeigen konnten, wollten, weil der Film sonst zu lang geworden wäre und das jetzt auch nicht so. Ja, sag ich mal, wenn es wegfiel, war es ja verkraftbar. Okay. Also ich fand's ziemlich cool, ich fand's schade drum. Na gut, klar. Bin jetzt ähnlich bei den Harry Potter Filmen, da habe ich drauf gehofft, wirklich. Ich habe im Kino gesessen und gebangt, dass diese Schlussszene dabei ist, wo sie älter sind. Ja, war sie doch auch, oder? Ja, die war dann auch, aber ich habe echt gebangt, dass sie eben drinne ist. Ja, okay, aber sonst hätte was gefehlt. So, das war's schon. Also ich Stimmt. habe vier Stück. Ja, jetzt haben wir einen fünften. Ah, es gibt Minuspunkte. Mist. Nee, Quatsch. So, dann kommen wir schon wieder zurück. Das bisschen reitest du jetzt. Ja, sicher. Mein Pferd muss ja eh hinter uns herreiten. Können wir auch draufsetzen, oder? Also, meins verschwindet immer irgendwo Was hin. Keine benötigt Ahnung. ihr? Ja, meinst du nicht, dass es auch hier hinlaufen muss? Also wenn ich pfeife, ist es direkt da. Siehst du? Dann folgt dir das die ganze Zeit. Ist nur unsichtbar. So habe ich das noch nie betrachtet. Aber ich spreche jetzt mal mit ihm. Sehr gut, ihr habt diese widerlichen Vögel vernichtet. Der Feind dürfte sich seine Pläne nun erstmal nicht mehr so sicher sein. Ich muss euch jedoch noch einmal um eure Hilfe bitten. Bitte geht für mich nach Bockland, denn durch das Hornsignal der Bockländer bin ich auf die Nazgûl aufmerksam geworden. Ihr sagt, Unterberg Würdet ihr ist bei mir vielleicht Aragorn? einen Ich Gefallen kenne keinen erweisen? Unterberg. Ich sollte auf einen Hobbit namens Beutlin aufpassen. Ich muss annehmen, dass er derjenige ist, von dem Aragorn gesprochen hat. Ich bin froh, dass er in Sicherheit ist. Das erleichtert mich doch. Es war schon spät am Abend, als ich das Hornsignal von Bockland hörte. Als ich auf die Straße rannte,
reicht, wie die Nazgul Bockland im Galopp verließen. Ich habe versucht, sie aufzuhalten, aber sie haben mich einfach überrannt. Ich befürchtete, dass sie Beutlin schon gefunden hatten. Die Verreiter sind östlich Richtung Bree geritten. Vielleicht können wir erfahren, was sie herausgefunden haben, wenn wir uns in Beutlins Haus in Krickloch einmal umsehen. Das Häuschen ist von einer hohen Hecke umgeben und liegt unmittelbar südöstlich des Bocklandtors. Wenn ihr dort irgendetwas herausfindet, dann kehrt zu mir zurück. Was immer ihr mir auch berichten werdet, vielleicht können wir so erfahren, was die Nazgul vorhaben. Ja, wir können jetzt aber dann wieder reiten. Ui, Junge. Ja, ich habe letztes Mal versucht, das Haus von Bilbo und so zu finden. Aber ich wusste einfach nicht mehr genau, wo das ist. Ja, aber das ist eigentlich deutlich verzeichnet auf der Karte. Ja? Ja, das ist... Also, du meinst das richtige Haus. Ja, gibt's auch ein falsches. Ja, hier das in Krickloch. Das ist ja... Also, da hat er ja nie wirklich gewohnt, bis auf eine Nacht. Ach so, okay. Ja, ich meinte das Richtige. Da, wo dieses Sommerfest momentan ist, das ist auch da, wo Bilbo seinen Geburtstag gefeiert hat, oder? Genau, und nördlich davon... Ja, das hab ich gefunden. Nördlich davon, also einfach den Berg hoch, dann hättest du es gefunden. Da steht Lobelia vor der Tür. Vielleicht war ich dann doch da. Mal gucken. Oh, ich sehe gerade einen schwarzen Bildschirm. Hä? Mach einfach schon mal weiter. Jetzt sehe ich wieder was. Okay, komisch. Ich wollte dir nämlich eine lustige Szene zeigen hier. Da ist diese Kuh auf dem Dach. Und die Stadtbewohner versuchen sie jetzt darunter zu bewegen. Eigentlich, ja, siehst du zumindest an den Animationen. Ah, an dich verschwende ich bestimmt keine Karotte mehr. Dachte ich ja auch noch was. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, sie versuchen da... genau, zieh sie am Schwanz, vielleicht schaut sie dann her. Die versuchen sie vom Dach runter zu bewegen. Ja, aber wir müssen hier hinter... Hüpse. Ah, falsch, du läufst falsch. Ich bin dem Falschen nachgeritten. Passiert mir manchmal. Ich dachte, wollte die ganzen Quests da noch annehmen, deswegen. Ach so, nee, so viel werden wir gar nicht machen müssen. Ah, okay. Weil wir schnell genug wachsen. So, hier ist Kriegloch. Schon doch ein wenig kaputt aussieht. Und ich hoffe, die Quest funktioniert. Weil ich habe auch schon erlebt, dass sie hier verbuggt war. Und man nicht weiterkam. Dann kamen die Vögel angeflogen, man hat sie plattgehauen und dann sind sie wiedergekommen. Können wir sie nochmal töten. Ja, und dann sind sie aber nochmal gekommen und nochmal und immer wieder zurückgesetzt. Oh, so, bitte. Ich lese mal vor. Was? Wer? Ich hab ihn nicht... Oh, wartet, ihr seid keiner von den schwarzen Reitern. Ich muss gestehen, ich habe noch nie so viel Angst gehabt. Haben sie etwas von mir erfahren? Nun, diese Reiter sind ins Haus reingestürmt. Doch ich war schon zur Hintertür hinaus. Von mir haben sie nichts erfahren. Als sie Landbüttel kamen, wollten sie alles über Frodo und die anderen wissen, die in den alten Wald gegangen sind. Aber ich habe denen kein Wort über den Ring des Feindes gesagt. Oh Himmel, ich meine, ich... Was ist das? Es hört sich an wie Krähen. Hierher. Sie kommen ganz nah heran. Ja? Da kommen sie. Da oben. Dann war das eben bestimmt ein Fehler in der Quest-Text-Beschreibung, dass sie da Krabern hießen. Plötzlich am Ende. Ja, ich meine, die hießen... Ja, die Vögel einzeln heißen jetzt auch Kübeln. Ja, eben. Hast du es eben gesehen? Der eine Vogel ist auf einmal so runtergefallen. Ja, wahrscheinlich, weil ich ihn schon in der Luft abgeschossen habe. Nee, am Wald schon so, als wäre er so... Ach so. Einmal so runter. Kein Wind von oben. Ihr habt sie jedoch nicht alle erwischt. Einige von ihnen sind in den alten Wald geflohen. Ich hoffe, sie kommen nicht zurück. Wie? Haben doch alle erwischt, die gekommen sind. Oder nicht? Ja. Hm. Kann er ja nicht wissen. Ja, früher kamen ein paar mehr und dann sind auch wirklich welche weggeflogen. Okay, so. Wo sollen wir jetzt hin? Quest hat sich geändert, sollen wir wieder... Sprecht mit Lenglin, also wieder zu ihm. Achso, wieder zurück, okay.
Ich habe übrigens gesehen, du hast dein Pferd Stromski genannt, das ist auch lustig. Ja, eigentlich bin ich noch mal überlegen, wie ich es nennen könnte. Ach, wieso? Passt doch. Es ist jetzt nicht unbedingt ein passender Pferdename. Ja, also, ich glaube, da könnte man was Epischeres machen. Wie heißt denn deins? Das ist noch automatisch benannt Eisenherz. Ah, okay. Aber wir können eben mit Zellandino sprechen, weil hast doch bestimmt auch dieses Ärger in Bockland. Genau. Seid gegrüßt. Genau, dann müssen wir mit ihr reden. Oh, hallo Dudaka, sehr gut euch wiederzusehen. Ist es nicht schön, wieder zu Hause im Auenland zu sein? Herr Butterblume hat euch geschickt, er ist so ein angenehmer Geselle. Immer freundlich zu Reisenden und halbwegs ehrlich und gewissenhaft. Zumindest ehrlich. Seit kurzem geschehen seltsame Dinge hier in Bockland. Solltet ihr auf der Suche nach Arbeit oder Abenteuer sein, werdet ihr hier sicher fündig. Gut, die war nur zum Abgeben. Achso, und wir sollten mal noch zum Pferdemeister. Okay. Pferdemeister. Wenn wir schon mal hier sind. Ich bin etwas verwirrt. Einiges an Weg sparen. Du hast mich gerade was vorgelesen, was ich gar nicht gesehen habe. Ich weiß gar nicht, wo du das her hattest. Mit Hallo Dodoka und sowas. Achso, ganz am Anfang. Stand oben drüber. Ich hab's nicht gesehen. Ah, sehen wir dann später im Video, was du gesehen hast und was ich gesehen habe. Ja, aber, also nicht mit nicht gesehen meine ich eher, ich hab's übersehen. Achso, überlesen. Ja gut, bei dir stand dann wahrscheinlich Hallo Alinia. Guten Tag. Das hab ich, also beim normalen Questex stand es nicht dabei, vielleicht irgendwo als Überschrift oder sowas. Hm. Aber gut. Bei dir kostet das wahrscheinlich einen Silber. Wie ist das wert? Ja. Bei mir 80 Kupfer. Okay. Wohin? Arthurs Lager? Nee, wir müssen ja erst noch zu Lenglen, von daher so. Müssen wir eh selber reiten. Ja, weil du gerade meinst mit dem Geld, deswegen dachte ich. Nee, ich wollte nur mal gucken, wieso der Preisunterschied ist. Ja, du wolltest nur mal ein bisschen angeben, ne? Warum ist es, nee, weil du jetzt schon ein paar Jahre dabei bist? Ich wollte nur wissen, wie viel Prozent das damals gab. Ich war mir nämlich nicht mehr sicher, ob es 20 oder mehr waren. Wenn ich jetzt auf den Porträt klicke, dann sehe ich da so einen Pfeil nach unten. Was bedeutet das? Pfeil nach unten? Links neben deiner Levelzahl. Also wenn ich dich jetzt ins Visier nehme. Dass du ein Level unter mir bist vielleicht? Wobei, nee, jetzt würde ich... Ach nee, du meinst dieser grüne Pfeil? Nee. Der ist rot. Also roter Kreis mit gelbem Pfeil. Roter der liegt Kreis. Auf deinen 4 Jahren schon dabei. Wappen. Keine Ahnung. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts Ähnliches bei dir. Wenn du mich anklickst und dann im Zielfenster. Ach, warte mal. Ah, das ist dein Hüterzeichen, glaube ich. Kann das sein? Ist das ein Pfeil nach unten? Nee, das ist so ein Stern nach oben. Eigentlich, oder? Ja, das ist so ein Schwert nach oben, eigentlich. Ah, okay. Er sieht aber auch. Also, mir sieht es aus wie so ein Pfeil nach unten. Aber wenn ich ganz nah rangehe mit meinen Augen, dann erkenne ich's. Ja, du hast bei dir eine Laute drinne. Ja, deswegen habe ich es gerade erkannt. Deswegen kam ich auf die Idee. Ah, okay, das meintest du. Gut. Ja, genau, stimmt. Du hast es oben links bei der Gruppenanzeige auch. Da sieht es aber wesentlich besser aus als beim kleinen Mini-Porträt. Nee, ich habe das Wie nicht. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Also ich habe bei mir da Gesichter drin, das liegt an der Option. Grafikoption. Oh, Moment. Die mache ich auch mal eben ganz kurz rein. Kannst du das jetzt schon mal vorlesen? Okay. Ah, kurz gegähnt. Was benötigt ihr? Der Ring des Feindes. Kein Wunder, dass Aragorn sich nicht weiter dazu geäußert hat, warum der Feind nach Beutlin sucht. Sollten die Creeper in Fredegars Worte gehört haben, dann wird der Feind auf jeden Fall wissen, dass sich der Ring nicht mehr im Auenland befindet. Dann ist alles verloren. Es wird nicht einfach sein, diese Vögel im alten Wald zu finden. Ich möchte euch bitten, zu Aragorn nach Bre zurückzukehren. Fragt ihn, wie wir diese fürchterlichen Vögel finden können. Ja. Bist du soweit? Ja. Hast du es eingestellt? Okay. Wobei, also ich sehe bei dir auch, wie gesagt, nur die Laute und nicht irgendein Gesicht, aber ich sehe bei meinem
Charakter oder wenn ich auf dich klicke. Ja, ja, doch, ich hatte das schon drin. Ich hatte das schon drin. Ich hatte gedacht, das ging ja auch über die Gruppenanzeige. Achso. Oh, du hast ja schon 1000 Leben, okay? Na gut, dann merkt man den Hüter im Vergleich zum Baden. Ja gut, das sollte so sein. Wenn es umgekehrt wäre, dann hätte ich irgendwas falsch gemacht. Ich wahrscheinlich auch. Ne, du hättest dann sehr viel richtig gemacht, wenn du... Ja, wenn ich dann nicht mehr heile und keinen Schaden mehr mache, nicht unbedingt. Ach so, ja, dann... Okay. Meine Rolle ist es ja eher zu unterstützen. Genau. Heilen und, ja. Nochmal eben ein kurzer Blick auf die Uhr. 20 Minuten haben wir schon. Echt? Ui. Ja, da geht viel weg durch das Reiten. Mhm. Ich hätte auch gerne das Speedreiten jetzt genommen, aber ich glaube, das hast du nicht, ne? Nee, Speedreiten hätte ich nicht, aber wir hätten das normale Reiten nehmen können, ne? Das geht ja auch relativ zügig. Geht das schneller als das? Also ich meine wir, schon. Ja gut, kommen wir hier gleich bei Arthurs Lager, weil sonst hätten wir wieder zurück nach Bockland reiten müssen und das wäre Quatsch gewesen. Mhm. Von daher. Das stimmt. Ist ja der halbe Weg dahin schon. Ja. Was müsste ich jetzt machen, damit ich so schnell... Also das muss man sie kaufen oder sowas, ne? Freischalten. Das schnelle Reiten, meinst du? Ja, das wäre halt im Shop gegangen. Mhm, okay. Ich weiß nicht, ob man das... Nee, das kriegt man, glaube ich, nicht einfach so. So, wir satteln mal eben um. Also von hier nach da. Ich grüße euch. Nach? Und zwar nach Westbre. Bei okay. Bockland sind wir ja hergekommen. Doch, stimmt, geht etwas schneller. Also so ein Ticken, während mein Pferd irgendwie nur 62% schneller reitet, kann das hier wahrscheinlich 80 oder 100% oder so. Mhm. Sieht man leider nicht. Nirgends, okay. Bekamst du gerade Besuch? Ja. Aber hat sich schon erledigt. Der Himmel ist auch cool. Ja gut, der färbt sich halt der Tageszeit entsprechend ein. Wir haben ja jetzt Abendröte. Genau, in meiner Badenfolge hieß es nämlich wunderschönes Wetter oder sowas. Und es war gerade Nacht. Ich meine, das Wetter war zwar nicht schlecht, aber sagt man das nachts? Ich glaube nicht. Nee. Lustiger wäre es gewesen, wenn er das gesagt hätte, wenn es geregnet hätte. Wunderschönes Wetter. Nein. Stimmt, ich habe bei dir gesehen, dass es geregnet hat. Ich glaube, ich habe das selber mir noch nie gehabt. Ja, keine Ahnung. Aber selbst bei... Also ich weiß, selbst bei niedrigen Optionen regnet es eigentlich. Ich habe die Einstellungen auch da an. Weil wir laden irgendwie die Grafiken auch gerade nicht ordentlich nach. Das ist... Jetzt sind sie da. Ach so, das meinst du eben mit schwarz? Nee, mit schwarz meinte ich wirklich schwarz. Ach so. Okay. Komisch. Ich weiß auch nicht, was das war, aber ich glaube, ich hatte das schon einmal. Und nach ein paar Sekunden ist das weg, das ist... Ja. So. Quatsch, falsche Taste, ich wollte doch... Hier. Haben wir irgendwas kommen? Ich genieße ja. Gerade noch den schönen Wallpaper hier. Was steht denn für ein Tipp drunter? Ihr könnt die Lautstärke der vom Spieler erzeugten Musik im Optionsfenster Steuerung plus O einstellen oder sowas, keine Ahnung. Das letzte Wort habe ich leider nicht mehr gesehen. Ach, das hast du denn. Da war der Ladebildschirm auf einmal zu schnell. Richtig. Sollen wir ihn reparieren? Genau, verkauft und repariert. Jo, passt. Gut, dann gehen wir zu Streicher. Kennst du den Weg ja schon auswendig? Ja, irgendwann, wenn man den oft genug gelaufen ist.
Ach, scheint doch noch da zu sein. Das haben wir schon mal gesagt. Ihr bringt schreckliche Nachrichten. Das sind schreckliche Neuigkeiten. Während die vier Hobbits, auf die ich gewartet habe, im Moment in Sicherheit sind, steht Bree fast schutzlos da. Wir müssen sofort aufbrechen und wenn die Kreebine den Verdacht des Feindes bestätigt haben, dass sich das, wonach sie suchen, nicht länger im Auenland befindet, dann wird unser Weg umso gefährlicher sein. Der alte Wald ist jedoch ein verworrenes Labyrinth, das sogar den erfahrensten Fährtensucher in die Irre führen kann. Es wird nicht einfach sein, diese Kreebine zu finden. Hört gut zu. Es gibt einen... Ah ja, danke. Habe ich gerade gar nicht so mitbekommen. genau, Level 16. Müssen wir gleich nochmal zum Ausbilder dann. Es gibt einen, der uns helfen könnte, die Kreebine zu finden, wenn wir ihn denn um solcherlei Hilfe bitten würden. Es könnte jedoch sein, dass er unsere Probleme nicht als Design ansieht. Man kennt ihn unter vielen verschiedenen Namen. Die Menschen nannten ihn von jeher Urald. Für die Zwerge war es einfach Forn. Die Elben nannten ihn Eowyn Ben-Adar. Ich bin kein Elb, ich kann kein Elbisch. Tut mir leid. Den Ältesten und Vaterlosen. Heute nennt man ihn allgemein Tom Bombadil. Zumindest die wenigen, die ihn überhaupt zu Gesicht bekommen. Sucht das Haus des alten Bombadil. Es liegt am östlichen Ende der Weidenwinde. Das ist der Fluss, der durch den alten Wald führt. Er wird euch vielleicht helfen, wenn ihr ihn in meinem Namen, Aragorn, darum bittet. Wenn er etwas herausfindet, dann handelt so, wie ihr es für das Beste haltet. Ich wünschte, ich könnte euch bei dieser Aufgabe helfen. Aber die Sicherheit der mir Anvertrauten steht jetzt an erster Stelle. Genau. Das heißt, wir sollen jetzt in einen alten Wald. Tom Bombadil. Genau, Tom Bombadil. Das ist so cool. Sagen, also wir, ich gehe schon mal schnell voran, damit ich gerade mal schnell zum Ausbilder... Ja, ich bin direkt hinter dir. Achso, okay. Ja, nee, sonst würde ich sagen, reitest du schon mal wieder zum Westtor, während ich schnell mal bei meinem Ausbilder vorbeigucke. Oder wie viel fehlt dir zu einem Level up bis zum nächsten Level? Nicht mehr viel, aber ist egal. Das kann, doch, ein halbes Level noch. Aber ist auch egal. Nee, weil ich habe ja hier meinen Gewaltmarsch und dann bin ich nochmal... Ah, das geht jetzt gerade nicht. Nochmal zurück. Erstmal den Gewaltmarsch an. So. Und jetzt das Pferd und dann bin ich auch so nochmal schneller. Was ist dieser Gewaltmarsch? Siehst du ja unter meinem Charakter, da steht ja... Ist Achso. Ja jetzt so ein roter... Mhm. Rote Anzeige. 25% Laufgeschwindigkeit außerhalb des Kampfes, dafür aber minus 80% der Krafthöchstwert. Siehst du gleich, wenn ich es wieder ausmache, also wenn ich bei dir bin. Ja, aber du hast wahrscheinlich viel mehr Mana. Mhm. Genau, ich habe jetzt nur noch 116. Da hast selbst du mehr Kraft als ich. Oh, ich habe auch, wenn du wieder deine normale Mana hast, wieder mehr als du. Du hast nämlich nur 560 oder so, zumindest eben gehabt. Dann würde ich nach dem Level Up jetzt anders sein. Mal gucken. Vielleicht hat sie auch gar nichts für mich. Natürlich blöd. Also ich habe ein paar neue bekommen. Doch, ich auch jetzt. Ich kann jetzt endlich drei Gambits nutzen. Ein erster 3 Gambit Attacke. Unerträglicher Schlag. Fügt anfänglich 24 Schaden Licht zu. Alle 4 Sekunden, 16 Sekunden lang 24 Schaden Licht. Wieso muss man das so komisch formulieren? Naja, also Schaden auf jeden Fall. Grün, gelb, grün. Wann gibt's denn das nächste? Gucken wir gerade mal. 24. Also so um die 20 erst wieder was. Passiv auch erst bei 20. Beim Gambit 22, 46, 56. 30, da 20, nochmal vor 20, weil dann doch hier 18. 18, mal niedriger. Ne, okay, also mit 18 muss ich erst wieder hier hin. Okay. Schon mal gut zu wissen. Sonst wäre ich mit 17 näher gekommen und er hätte nichts gehabt. Ja, hat sich geärgert. Ja, geärgert nicht, aber wäre halt verschwendete Zeit gewesen.
So, ich geh mal hier zum Pferdestall und mach mal die Schnellreise. Na? So, und dann reite ich mal eben Flux zu dir. Ich habe auch gerade meine Zauber so ein bisschen anders angeordnet. Langsam werden es ganz schön viele. So. Also dann du musst hier dann deine sämtlichen Kombinationen quasi auswendig können, ne? Also ich blau, rot, gelb, blau, blau. Genau, blau, aber die aus meiner Sicht sind die relativ einfach zu merken. Okay. Also, aber das ist eben das, was mich am Hüter auch gereizt hat. Nicht einfach so fertige Dinger machen, sondern dieses Kombinationskämpfen. Mhm. So. Wir nehmen eine kleine Abkürzung, würde ich sagen, auch aufgrund der Zeit. Wir haben jetzt schon 30 Minuten. Ein bisschen können wir ja überziehen, aber klar, sollte nicht viel sein. Und zwar reiten wir jetzt hier durch die Hügelgräberhöhen. Da heißt es jetzt, den Gewalt mache ich gerade nochmal aus. Da heißt es jetzt auch für dich einfach durchreiten, nicht kämpfen, nicht umdrehen oder irgendwas, sondern okay, nur laufen. Wie viel Leben hat dein Pferd? 200. Okay, meins hat nur 100. Ich werde immer ziemlich schnell vom Pferd runtergehauen. Ja, gut. Passt schon. Also, wie gesagt, einfach weiterlaufen, auch wenn du unten siehst, du wirst angegriffen aufgrund hier des Orangenen. Was ist diese Uhr? Sanduhr. Sanduhr? Ich habe jetzt eine Sanduhr hier. Wo? Jetzt ist sie weg, ja, rechts neben meinem Pferd war das ungefähr. Über meinen Fertigkeiten leisten. Keine Ahnung. Meinst du jetzt die, also meinst aber nicht neben deiner Fertigkeitenleiste, oder? Nee. Aber neben meiner Fertigkeitenleiste habe ich auch keine Sanduhr. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Achso, ich dachte, das wäre jetzt wieder da, weil das ist einfach nur diese Anzeige, dass du gerade angegriffen wirst. Aber Sanduhr? Sehen wir dann im Video. Okay. Interessant. Habe ich auch noch nie gesehen vorher. Aber wir können ja mal gerade noch unsere Aktion nochmal ansprechen mit der Sippe. Ah, genau. Also die Umfrage läuft immer noch. Einfach bei mir auf der Seite im Channel unter angesagt und dann auf der rechten Seite seht ihr eine Umfrage. Und wenn ihr die anklickt, dann könnt ihr euch quasi bewerben für unsere Sippe hier auf dem Server Anduin. Ja, da möchten wir euch sehr gerne einladen. Also wer da Interesse hat, mit uns fürs Let's Play mit die ein oder andere Instanz zu machen oder einfach so Bock hat, mit uns zu questen, der ist herzlich eingeladen. Schön wäre es, wenn ihr aber schon 18 Jahre alt seid und in diesem Formular dann eben eintragt, wie euer YouTube-Name ist, damit wir auch noch eine andere Kontaktmöglichkeit haben außerhalb von dem Spiel. Und wenn ihr uns euren Charakternamen hier auf Anduin nennt. Am besten solltet ihr den Charakter dann auch schon erstellt haben, weil wenn ihr das einfach so denkt, da den Namen wird es schon noch geben, kann ich es nicht versprechen. Wir werden den Link auch in die Beschreibung des Videos genau, wir hängen ihn unten einfach an. Genau. So, und dann suchen wir gerade mal Tom Bombadil. Scheint hier im Haus zu sein. Manchmal läuft er auch draußen rum. Ah, okay. Da ist er. Gerade vor meiner Nase gehüpft. Ich halte ihn mal an. Ding, long, dong, long. Oha, ja, ja. Nee, oha, ja, ha. Was ist das für ein Trubel? So viele Gäste haben wir seit unserer Hochzeit nicht mehr gehabt. Wir haben immer noch Zeit, Vögel beobachten zu gehen. Aber vielleicht sollten wir uns erst einmal an einem Lied oder zwei ergötzen. Lasst euer Herz zur Ruhe kommen und vergesst eure Sorgen. Seid jetzt unter dem Dach von Tom Bombadil. Was kann ich für euch tun?
weiter. Meine Goldbeere ist zu ihrer Quelle gegangen und ich wollte mich gerade auf Lilienjagd begeben. Ich habe keine Zeit, Vögeln hinterher zu jagen. Aber was soll's? Aragorn ist ein Name, den ich kenne und ein Freund vom alten Tom. Ich mache euch also ein Angebot. Während der alte Tom Bombadil nach den grässlichen Krähen Ausschau hält, sammelt ihr Lilien für meine Liebste. Ich habe welche direkt am Fluss gesehen, nur einen Katzensprung von hier entfernt. Geht einfach dort entlang, bis ihr Ding, Dingeling, Dingelang, dann findet den alten Weidenmann. Gebt aber Acht auf den alten grauen Weidenmann, er ist ein mächtiger Sänger. Wenn ihr nicht aufpasst, singt er euch in den Schlaf und ertränkt euch. Das ist ja nett von ihm. Ja, bevor wir das machen, würde ich sagen, verabschieden wir uns erstmal für dieses Video und machen das dann im nächsten. Aber was er gerade angesprochen hat, so viele Gäste, hatten die bei ihrer Hochzeit entweder gar keine Gäste oder nur einen. Oder? Sehe ich das falsch? Nein. So viele Gäste wie jetzt waren seitdem nicht mehr da. Der kann auch 200 Gäste gehabt haben, hatte danach halt gar keine mehr. Ach so, oder so. Oder nur einen halt. Aber die Hobbits waren ja zu viert da. Waren die schon hier zu dem Zeitpunkt? Ja, die waren schon da. Die sind ja schon in Bree angekommen. Gut, dann hat er uns einfach nur belogen. Der Böse. Aber den gibt's ja auch in Schlacht um Mittelerde 1, oder? Nee, als, zwei. Ah, im zweiten erst. Da geht er ja auch richtig ab. Genau. Na gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns hier erstmal und sehen uns dann im nächsten Video. Wer es nicht verpassen will, einfach Bumski und mich abonnieren. Dann kriegt ihr auf jeden Fall immer mit, wann ein neues kommt. Und wenn es euch gefallen hat und ihr uns bis hierhin verfolgt habt, dann drückt doch unten auf Gefällt mir. Das wäre sehr schön. Dann wissen wir wenigstens, ob das Video gut ankommt oder ob es so grässlich war, dass wir vielleicht drüber nachdenken sollten, es nicht weiterzumachen. Ja, hoffen wir nicht. Aber wenn es euch gefallen hat, wenn es euch gefallen hat, drückt unten auf Gefällt mir. Alles klar. Bis dann. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.